Roland Augustin vom Saarlandmuseum in Saarbrücken. Hallo. In diesem Datensatz findet ihr Bild- und Metadaten zu 15 Bildern aus der Bestandsdatenbank der fotografischen Sammlung in der Modernen Galerie. Es handelt sich hier um frühe Industriefotografien, die in der Zeit von 1860 bis 1868 entstanden sind. Der Fotograf ist Karl Heinrich Jacobi, der sehr erfolgreich in Bad Kreuznach, Koblenz und Berlin tätig war, dessen Spur sich aber schließlich verliert. Die Fotografien stammen aus einem Album, das vom Verlag Siebert in Saarbrücken herausgegeben wurde. Die Aufnahmen sind enorm detailreich. Die Figuren auf den Bildern müssen mit Signalen zum Stillstehen aufgefordert worden sein. Auch diese Daten haben wir für die Portale Deutsche Digitale Bibliothek und Europeana im Lido-Format vorbereitet. Im Portal Bildindex kann man sie sich auch schon anschauen. Vielleicht könnte man hier den Detailreichtum der Aufnahmen hervorheben oder eventuell mit Geodaten verknüpfen. Ich bin sehr gespannt.